Das Kino ist eine Kunst, die danach strebt, seine Stars zum Leuchten zu bringen. Der dunkle Nachthimmel. Das sind die Statisten. Statisten geben keine Interviews. Sie veröffentlichen keine Memoiren. Ihnen folgen keine Fotografen. Halb Mensch, halb Kulisse. Dürfen Sie nicht mal darauf hoffen, gesehen zu werden? Dazu müsste man die Kamera verrücken, die Schnitte anders setzen. Meine lieben Freunde! An der Seite von Stars wie Zara Leander, Hans Albers und Heinz Rühmann taucht in den Filmen der 1930er Jahre immer wieder dasselbe Gesicht auf. Haben Sie eine Dame in einem weißen Abendkleid gesehen? Jawohl, sie ist zum Dachgang. Gut, fahren Sie mich hinauf. Sein Name ist Mohammed Husen. So hat er sich jedenfalls in Deutschland genannt.